Willkommen zurück bei Videogems. Willkommen zurück zu Einfach drauf los zu Mortal Mittwoch. Aber Timo, jetzt sind doch alle Mortal Kombats durch. Naja, gut, nicht alle. Aber ihr habt recht, Mortal Kombat 1 bis 4 sind durch. Und ich habe ja gesagt, ich möchte nicht unbedingt die Xbox, GameCube, PlayStation 2 Mortal Kombats machen. Vielleicht mache ich mal die späteren, also Mortal Kombat für PS3 und Mortal Kombat X für PlayStation 4. Aber ich möchte jetzt Spiele zeigen, die ähnlich wie Mortal Kombat sind. Und was bietet sich nach Mortal Kombat 4 am besten an? Klar, War Gods. Denn War Gods ist auch von Midway. Midway, die sind mittlerweile leider schon länger nicht mehr da. Den gehört ja Mortal Kombat. Und War Gods erschien vor Mortal Kombat 4, ich glaube fast ein Jahr vorher, jedenfalls die Spielhallenversion. Und das wurde aber von einem anderen Team entwickelt bei Midway, also nicht von Ed Boon und seinen Jungs, sondern von, ich weiß es nicht, habe ich vergessen. Ihr seht es hier schon, Fußfeger, Uppercuts. Das ist wirklich sehr ähnlich zu Mortal Kombat, aber in 3D wie Mortal Kombat 4. Ich finde aber, es nutzt das 3D, ich will nicht sagen besser als Mortal Kombat 4, aber vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen kreativer. So, ich gehe erstmal Options. Ja, ich stelle Very Easy ein, weil das Spiel ist nicht so einfach und ich habe es noch nicht oft gespielt. Fatality ist an. So, Steuerung ist wie bei Mortal Kombat. Aber wir können jetzt uns rollen. Ja, they see me rolling, they're hating. Und ein 3D-Button, da kann man auch in den 3D-Raum ausweichen. Aber so richtig, weiß ich nicht, irgendwie geht das nicht immer. Okay, ich habe es noch nicht so oft gespielt. Ich habe es ein paar Mal gespielt. Ich habe jetzt gestern dann noch mal eine Runde, um ein bisschen wieder reinzukommen. So, ihr seht schon, also das Character-Design ist auch echt nicht gut. Manche finde ich so kacke, dass ich sie wieder gut finde. Man kann sagen, es ist so ein bisschen 90s, cheesy, scheiße. Also irgendwie finde ich es dann doch witzig. Aber es ist nicht gut. Bei Mortal Kombat würde ich sagen, ist das Design teilweise, das Character Design und das, der Grafikstil richtig geil. Das meine ich ernst. Aber hier, nee, tut mir leid. Ja, okay, wir haben jetzt Warhead genommen. Also es geht darum, Wargods, keine Ahnung, irgendwie Götter oder gottgleiche Gestalten hauen sich den Schädel ein. Ja, in 3D. Begin. Ja. Das war ein 6-Hit-Kombo. Ihr seht schon, 14% oder so hat er abgezogen. Echt nicht viel. Und die sind vorgefertigt wieder, die Kombos. Nur nicht annähernd so geil wie bei Mortal Kombat 3 oder auch bei 4. So, zack. Nein. Ach Gott. Verzeihung. Ja, und ihr seht, die Technik ist... ich habe schon weit schlechtere Spiele auf der PlayStation 1 gesehen. Aber das macht's nicht gut. Jo, was war das denn? Die Spielhallenversion sieht viel besser aus. Also das ändert auch nichts an dem schlechten Character Design. Aber die haben eine ganz interessante Technik angewandt. Die haben nämlich die Texturen... sind einfach quasi Fotos. Also die haben wie bei Mortal Kombat ähnlich Schauspieler genommen und abfotografiert und dann haben sie das als Texturen verwendet. Alter. Aber, ja. So, das ist ein Fatality, der muss jetzt erst 10 Sekunden laden. Ohne Scheiß. Euer Video ist nicht abgestürzt, er lädt nur den Fatality, der auch nicht gut aussieht. Ihr könnt euch schon denken, was kommt, yo.
Da muss ich aber sehr lachen. Ein Atompilz ist klar. Fatality. Hat man einen Schluck getrunken? Ja, und so geht's weiter. Ich finde es irgendwie spaßiger als Mortal Kombat 4, aber jetzt nicht auf eine Art, wo ich sage, das Spiel ist wirklich besser. Es hat ein paar nette Ideen, die nicht so richtig gut umgesetzt sind, wie dieses in 3D-Raum ausweichen. Das Kombosystem ist echt nicht gut, aber schön, dass sie eins haben. Es gibt noch so, es gibt Combo Breakers. Ich habe aber keine Ahnung, ich habe noch nie einen gesehen. Jo! Was gibt's denn noch? Es gibt. Was habe ich denn hier auf meiner Liste? Nee, ich glaube, das war's. Aber das reicht ja. Also, es hat schon ein paar Features. Mann, dieser vorgefertigte Combo. Komm her. Boah. Hallo? Na? Na. Ich muss halt einen halben Ring entfernt sein. Das Problem ist nur, die Ringe sind, glaube ich, unterschiedlich groß. Und also ich bin mir nie genau sicher, wie ich denn jetzt stehe. Aber gut, wir haben jetzt einmal den Fatality gesehen. Falls ich drauf gehe, nehme ich mal eine andere Figur. Ich hoffe, das funktioniert. Und dann zeige ich euch noch ein paar andere Fatalities. Ein paar. Also mindestens einen. Das wäre ganz schön. Aber ich finde die alle nicht gut. Das ist zwar. Also vielleicht muss man halt ein bisschen. Ein bisschen Nachsicht haben, weil das ja, naja, 3D und Fatality ist jetzt nicht unbedingt. Das war halt was Neues. Ach so, schon gewonnen. Der sieht echt aus wie so eine richtig schlechte. Weiß nicht, als wäre das eine He-Man-Parodie wäre. Also meine Figur, der War, halt eine He-Man-Parodie im Atomzeitalter. So ein bisschen wie eine Actionfigur, der kann ich mir vorstellen, wie eine Actionfigur in den Commercials bei Robocop. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und der heißt dann Captain Nukular oder so. Nukular. Das Wort heißt Nukular. So, jetzt können wir wieder warten. Ich trinke wieder einen Schluck. Von meinem schönen, was habe ich denn hier eigentlich? Bananenkirschsaft mit ein bisschen Wasser gemischt. Finde ich gar nicht mal so gut, ehrlich gesagt. Viele schwören ja auf Kiba, also Kirsche, Banane. Ich hätte es mir geiler vorgestellt. Ich habe es als Kind auch ein paar Mal getrunken. Nun gut, das soll nicht das Thema sein. Diesen Stargate-Effekt, der sieht zwar pixelig aus, aber irgendwie finde ich den cool. Also dagegen will ich gar nichts sagen. Und auch die 3D-Arenen an für sich sind jetzt nicht schön, aber eine nette Idee. Wir dürfen nicht vergessen, zum Beispiel Tekken, das hochgelobte Tekken, hat keine 3D-Arenen so richtig. Auch ich finde, das technisch sieht jetzt die Arena gar nicht mal so schlecht aus. Mann, 4 Hit. Der Combo geht wohl 10 Hit. Ich habe den noch nie richtig hinbekommen. Okay, der Uppercut sieht auch geil aus. 4 Hits, Mann. Zieht nichts ab. Die Eingabe ist jetzt wirklich nicht schwer bei dem, bei diesem 10-Hit-Combo. Und quasi alle Angriffsknöpfe zweimal drücken und dann noch einen Knopf als Finisher. Aber, was war das jetzt für ein Schattenboxen? Hm.
Mann. So, in 3D-Raum kann ich auch springen. Siehst du? So. Oh cool, ganz im Hintergrund seht ihr das. Das fällt mir jetzt auf. Das ist auch eine Fototapete. Saupixelig, aber immerhin. Überhaupt das Schlechteste, würde ich sagen, technisch, ist einfach, dass es so pixelig ist. Ich finde, die Figuren, die sind jetzt nicht super modelliert. Also die hätten ein paar mehr Polygone vertragen können. Aber das ist schon in Ordnung. Aber es ist wirklich so saumäßig pixelig. Boah, das Design, warum... Boah, Alter! Als wenn sie irgendeinem Golem aus einem Fantasy-Roman das Kostüm von Andrew the Giant angezogen hätten. Das ist ja furchtbar. Ladezeiten, jo. Aber die sind jetzt gar nicht so lang. Boah. Ey! Schmeißt der hier. Warum treffe ich den nicht? Komm her, ich will dich werfen. Ne, der blockt den Wurf. Das ist auch geil. Das fand ich auch schon immer bei Mortal Kombat kacke. Man kann Würfe blocken. Und vor Projektilen wird sich immer geduckt. Das Gesicht, das sehe ich auch jetzt. Der sieht aus wie eine mutierte Version von Dr. Octopus. Der Typ, ey. Na? Oh, ich glaube... Ne, das kann ich vergessen. Angeblich gibt es auch Stage Fatalities. Aber ich habe noch nie einen hinbekommen. Die Button-Kombination ist komisch und ich kapiere nicht, für welche Stage genau das ist. Ich glaube, das Design von ihm finde ich noch am besten, weil das ist einfach, ja, wir machen halt Anubis rein. Das ist halt so ein Ägypter mit einem, was ist das eigentlich, ein Hundekopf oder ein Schakalkopf? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte mich mal, da war ich, glaube ich, Teenager, so in alle möglichen Götterwelten reingelesen. Und da wusste ich das alles. Irgendwie die Hälfte der Mannschaft hat einen Teleport. Dann würde der Move mal funktionieren? Läuft denn da die Suppe eigentlich aus dem Maul oder was hat der Grünes? Ist auch geil, ich kann nie, scheiße, so richtig einschätzen. Wann ich jetzt treffe. Geil, ich kann das nicht bestrafen. Ich habe gerade den Teleport geblockt. Teleport. Den Teleport habe ich geblockt. Aber... Also der war danach zu weit weg. Ich entschuldige mich auch schon mal für das ganze Knirschen des Pads. Ich weiß, das klingt immer nicht so richtig schön. Warhead wins. Fatality! Richtig schwach. Wobei, ich finde den Mortal Kombat Ansager ab Teil 4 ja auch nicht gut. Das ist, glaube ich, da nicht mehr Steve Ritchie mit seiner geilen Stimme. Und der in den neuen Teilen ja auch nicht. Das klingt einfach, weiß ich nicht. Der ist einfach nur tief. Und das finde ich echt nicht scheiße. Steve Ritchie, Mortal Kombat 1, 2 und 3 war mit Abstand der geilste Ansager in einem Fighting Game, den es je gab. Es gibt viele gute Ansager, aber Steve Ritchie war der absolute Hammer. Und dann hat er noch Shao Kahn gesprochen.
Ja, den finde ich auch cool, den Maximus. Der macht mich ja ganz schön lang gerade. Cool, der Combo 26%. Ich weiß gar nicht, was habe ich gemacht? Ich habe einfach auf die Knöpfe geballert. Auf jeden Fall hat das 26% abgezogen. Und besser als der vorgefertigte Combo. Boah. Gibt ja mir voll mit der Kelle. Ey! Nee, ich bin zu nah dran. Na egal. Die Kerzen, die auch Sprites einfach sind. Aber klar, da wurde an Polygonen gespart, was geht. Finde ich auch nicht schlimm. Wer kommt jetzt? Der Terminator. Geil. Boah. Also auf dem Bild gerade, auf dem Profilbild, sah der gar nicht so schlimm aus. Aber als 3D-Modell, alter Falter. Es gibt übrigens auch eine Nintendo 64-Version, die ein bisschen später rauskam als die PlayStation-Umsetzung, weil angeblich noch ein bisschen was verbessert wurde und der Schwierigkeitsgrad gesenkt. Die habe ich auch mal gespielt, aber das ist wirklich Ewigkeiten her. Geil. Da spritzt kein Blut, sondern Strom. Wie geil ist das denn? Jedenfalls... ja, die habe ich gespielt. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich es damals gespielt hatte und dachte, ach, das ist ja wie Mortal Kombat in 3D. Das ist gar nicht so kacke. Boah. Bäm, so kann ich auch. Boah, dieser Perler. Erst ein Teleport, um mich zu verarschen und dann das. Boah. Ne, hier. Geil. Das erste Mal, dass ich damit getroffen habe. Ne. Der Ring ist einfach zu klein, glaube ich. Boah, aber wie viel man bekämpfen muss? Gibt's nicht nur 8 Kämpfer oder so? Ihr Design finde ich jetzt auch nicht so schlimm, wobei ich es schon so ein bisschen... Ja, halt dieses typische Videospiele und Frauen, die sehen alle aus wie Dominas. Also habe ich ja schon mal gesagt, hübsche Frauen, na klar, gut und schön. Aber manchmal mit dem Design, naja. Boah. Oh, schon fast die Hälfte abgezogen. Geil, ich kann es nicht bestrafen. Oh, das war's. Okay, cool. Ich erinnere noch mal daran, very easy. Schade. Okay, besonders schlau ist die nicht. Und jetzt hat die sich auch wirklich verprügeln lassen. Perfect Victory. Ist auch langweilig, Perfect Victory. Das heißt Flawless Victory. Okay, das ist wohl ihr vorgefertigter 10-Hit-Kombo. Ja. Zieht nur 34% ab und die sind teilweise wirklich nicht leicht auszuführen. Nee. Ah, scheiß drauf. Egal. Also finde ich doof, dass die Kombos vergleichsweise krasses Timing erfordern und dann so wenig abziehen. Also dann lieber ein Kombosystem wie bei Mortal Kombat 3 bzw. Ultimate Mortal Kombat 3, wo man Standard-Kombos relativ einfach machen kann und man kann sie auch noch erweitern. Sowas finde ich eigentlich immer cool. Sowas haben ja einige Fighting Games, so Chain-Kombos. Krass. Ja, das ist der, den ich die ganze Zeit machen will. Oh, come on, ey. Hallo.
Komisch, dass das jetzt nicht gezählt hat. Ich habe den einmal in der Luft gejuggelt. Das ist ein Kombo schon. Ey, wie mache ich diese Schockwelle? Muss ich mal eben nachgucken. Shockwave Punch. Okay, 3D-Knopf halten. Zurück, unten, vorwärts. High Punch. Aha. Warum muss man den 3D-Knopf dafür halten? Schwachsinnig. Ja, sonst muss man nur noch damit treffen. Ach, ich habe die ganze Zeit so gewonnen, ich lasse es einfach. Und das sah aus, als hätte ich ihm in die Nüsse getreten. Geil. Ich bin übrigens der mit der grünen Hose. Gut. Den noch gekillt. Mein böses Ich. Ich wette, Warhead selber ist auch böse. Ich glaube, alle da sind böse. Kann ich mir vorstellen. Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Dieser riesige Donut. Midway hat's raus. Die Inkas haben die Donuts erfunden. Ja, jetzt kommen die Bosse. Midway typisch. Boah, sieht der scheiße aus, oder? Boah, so ein bisschen wie hier der Bösewicht aus Donkey Kong. King Krool? Oder King K. Rool? Ja, also ein grünes Monster halt. Kreativ. Ach du Scheiße. Boah, lecko funny. Ich geb's gerade zu, ich habe noch die bis zu ihm gespielt. Ich habe das Spiel öfter gespielt im Zweispieler-Modus. Alter Falter. Ja, das war's. Wie geil. Junge, Junge. Grox heißt der. Der sieht auch aus wie Grox. Krass. Ja, ich kann mal probieren. Guten Fatality kann ich jetzt leider nicht machen. Ich glaube, beim Boss Midway-typisch kann man keine Fatalities machen. Was mache ich denn da? Ich versuche mal direkt am Anfang auszuweichen. Und, tja, heftig. Wenn der mit seinem Bauchplatscher kommt, was soll ich denn da machen? Hammergeil. So, ich weich direkt aus. Okay, direkt kriege ich. Boah. Ich habe immer mal relativ viel abgezogen. Ich habe den einmal getroffen. Kann man nichts machen. Hammergeil. Die Musik bei ihm. Geil. Nicht. Ach nee, ich bleib mal bei Warhead. Denn wenn ich ausweiche, das geht ja eigentlich ganz gut. Aber ich weiß nicht, wie ich ihn danach treffen kann. Mit einem normalen Kick nicht, ich stehe zu weit weg. Deswegen versuche ich dann einfach diese, wie heißt denn die Attacke? Cannonball Stomp, genau. Das versuche ich dann einfach mal. Wahrscheinlich schaffe ich es da nicht einzugeben, weil das Spiel keine richtigen Buffer erlaubt. Funktioniert ungefähr so beschissen, wie ich mir das gedacht habe. Warum habe ich den gerade nicht getroffen?
Ja, es funktioniert nicht. Ich kann den Move nicht schnell genug eingeben, weil man in dem Schallspiel nicht buffern kann. Jetzt gerade konnte ich nichts machen. Die Reichweite ist der Hammer. Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe einen High-Kick gemacht. Und ich habe den nicht getroffen. Ich weiß nicht, ob der gerade geblockt hat. Ehrlich gesagt konnte ich da aber keinen Block erkennen. Ich sah nur, wie mein Kick wirkungslos daneben ging oder ihn nicht erreicht hat oder sonst was. Und ich wollte dann zurück. Bin ich zurückgesprungen? Auf jeden Fall zurückweichen und der hat da seinen geilen Uppercut gemacht und mich getroffen. Cool. Es gibt bestimmt eine richtig käsige Taktik gegen den, aber keine Ahnung. Ich probiere jetzt noch vielleicht zweimal, Leute, und dann mache ich einen Reset. Und dann nehme ich nochmal kurz Maximus, um euch einen anderen Fatality zu zeigen. Entschuldigung. Ich treffe den nicht. Da, wenn ich die 3D-Attacke mache und direkt danach auf ihn zuspringe, springe ich nicht auf ihn zu. Boah, deine Reichweite damit. Nein, ach, ich wollte gerade wieder ausweichen. Okay, was habe ich gemacht? Ich bin sehr viel ausgewichen und habe versucht, ihn, wenn ich nah dran war, mit einem Uppercut zu erwischen. Wenn man sich auf diesen Cannonball-Stomp verlassen könnte, aber es funktioniert nicht. Man kann nicht buffern. Das heißt, die Attacke vorher quasi eingeben und dann, wenn man in Position ist, den Knopf dafür drücken. Das funktioniert in guten Fighting Games. Das heißt, es funktioniert, es ist essentiell für viele Fighting Games. Und in vielen der alten Scheißdinger ist es einfach nicht möglich. Geil! Okay, das ist eigentlich die dumme Taktik. Das hat funktioniert. Ja. Wenn das Timing stimmt. Bin ich tot? Nein. Noch nicht. Fast. Jetzt aber. Da auch wieder, das sah nicht aus, als wenn er geblockt hat. Vielleicht hat er gar keinen Block und der schluckt die Treffer einfach. Nee, er hat einen Block. Boah. Ja, da kann ich nichts machen, wenn ich stun bin. Boah, und stun, jawoll. Geil, und man kann doch ein Fatality machen. Okay, hätte er eigentlich verdient gehabt. Egal, cool. Ganz billige Taktik. Jetzt kommt der letzte Boss. Ich erwarte Fürchterbares. Der sieht aus wie, ach du Scheiße, wie eine Mischung aus Shinnok und dem Ding aus dem Sumpf. Auf jeden Fall ist er auch grün. Was hatten die Leute damals mit grün? Hier auch, Loading, alles in grün. Die Fatality-Anzeige, grün. Ist das die Farbe der Götter? Der Kriegsgötter? Bin ich deiner heißen Sache auf der Spur? Mach's doch nur. Was macht er auch?
Jo. Schade. Na gut, da kann ich nicht viel machen. Komm, mach doch. Mach doch ein Fatality. Der erscheint mir aber auf den ersten Blick ein wenig machbarer. Oder was heißt machbarer, aber nicht so billig einfach. Ich glaube schon, dass der mieser ist. Denn der spammt einfach jetzt die ganze Zeit seine geilen Attacken. Und weicht mir aus. Aber ich habe ein leicht besseres Gefühl, also mal gucken. 4 Continues noch. Irre, dass ich damals nicht so weit gespielt habe. Nee, ich habe das nur mit einem Kumpel gespielt, eine Woche lang oder so. Oh cool, das kann ich nicht blocken, das finde ich nicht gut. Schon tot. Hammer, was der abzieht. Geile Scheiße. Ja, einfach. Mach's doch nur. Und tot. Komm, mach ein Vitality. Oh. Nee, ich glaube, so einfach ist der dann doch nicht. Hm. Was fällt mir denn zu... Ups, ein Bäuerchen. Zu dem ein. Ja. Nicht viel. Hm. Der blockt und kann so ziemlich alles bestrafen, was ich mache. Oder er teleportiert sich und trifft mich danach auch. Ja, da gibt es bestimmt auch eine cheesige Taktik, aber... Hallo? Boah. Der kann theoretisch nur diese komische Schockwelle machen. Und schon hat er gewonnen. Was das abzieht. Geil, das kann ich nicht blocken. Und schon tot. Ich meine, man zieht dem relativ viel ab. Genau wie bei dem Grox. Das finde ich ja gar nicht so dumm. Von wegen, ja, wenn der Boss dir auch so viel abzieht und so ein mieses Schwein ist, dann brauchst du auch nur, keine Ahnung, gefühlt 5 Treffer. Okay. Jetzt zieh es aber auch durch. Bis ich ihn geschafft habe oder bis ich halt die Continues aufgebraucht habe. Ist ja nicht mehr viel. Also keine Sorge, Freunde, das Video ist bald vorbei. Wargods, ja, Also zu zweit fand ich es witzig, aber man muss schon wirklich ein Fable für Megatrash haben. Das ist so krass. Boah, der hat es mir jetzt richtig gegeben, ey. Der ist auch immer schneller. Cool, dagegen kann ich nichts machen. Und tot. Hammergeil. Hammer. Nee, vergesst das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Wenn der blockt, war es das für mich. Eine Runde sah gar nicht schlecht aus. Was habe ich da gemacht? Ich glaube, panisch auf die Knöpfe rumgehauen. Hat sich jemand von euch mal ernsthaft damit beschäftigt? Vermutlich nicht. Ich bin wahrscheinlich der einzige Irre hier. Ich würde mir gerne noch mal die Spielhallenfassung angucken. So von der Technik. Oh,
ich hab doch geblockt, ey. Mann, und dass das unblockbar ist. Mach doch nur den Stomp. Du kannst es nur machen, Junge. Ja, mach's nur. Und wenn ich, genau, und wenn ich ankomme, mach doch nur das Blitzding. Geil. Also der hat Moves, die keine Schwäche haben. Sowas darf eigentlich überhaupt nicht in einem Fighting-Game drin sein. So, das war's, ne? Yo, Game Over. Hammer. Und nochmal, ich habe auf Very Easy gespielt. Eurocom hat die Umsetzung gemacht. Ich glaube, die haben auch irgendein Mortal Kombat umgesetzt. Aber ich und mein Gedächtnis. Oh Gott. So, ich nehme jetzt mal Maximus und zeige euch... Nein, das war das Pad, das runtergefallen ist. Nein, ich will nicht den Typen. Scheiße. Okay, wie geht denn der Fatality von dem? Wo habe ich denn... Diese Liste ist einfach... Unten zurück, vorwärts und die beiden Sachen zusammen. Na super. Also, ich gehe jetzt einfach hier hin und mache den platt. Und dann mache ich den Fatality. Bam. Zack. Ey, damit hätte ich den Boss erwischen müssen. Zurück, unten, vorwärts und die beiden zusammen. So. Jawohl. Jetzt bin ich mal gespannt. Was? Oh, wie lame. Okay. Ich dachte noch, ach, wie billig. Und dann kickt er den Kopf weg. Ist das ein Quatsch? Oh, Mann. Okay. Dann würde ich sagen, beende ich das Video hier. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was ich euch noch so zeige bei Einfach drauf los. Bei Mortal Mittwoch. Mal gucken. Ich hätte mal Lust auf eine Runde Primal Rage in der Spielhallenfassung. Mal gucken, wie ich das ordentlich zum Laufen kriege. Ja. Aber ich habe ja auch noch... wie heißt das denn jetzt genau? Dieses eine... WWF WrestleMania Arcade, bla 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 bla. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ich habe es bei Twitter gezeigt, dass ich es mir gekauft habe. Was auch von Midway ist, glaube ich, lustigerweise. Ja, oder das. Vielleicht mache ich auch auf Twitter ein Poll, also ein Poll-Vote. Dann könnt ihr dann abstimmen. Mal gucken. Alles klar. Dann würde ich sagen, sehen, hören, schreiben und was weiß ich in uns das nächste Mal. Bis dann! Wenn euch das Video gefallen hat oder wenn ihr sonst irgendetwas sagen möchtet, lasst mir einen Kommentar da, gebt mir einen Daumen nach oben und schaut euch mal ruhig auf meinem Kanal um. Ein Abo wäre natürlich auch nicht schlecht.